Okay. Also Toda, Kunoichi und Shun haben wir mittlerweile jetzt hier gesehen, was die Notes anging. Mal schauen, wie wir hier wirklich als nächstes bekommen. Ich glaube, Toda ist der, dieser Wolverine-Kollege, der so mit Klauen angreift. An den kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Aber an die anderen beiden Chars, keine Ahnung. Wenn ich sie sehe, weiß ich es vielleicht wieder. Aber ist ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile schon so 3-4 Jahre her, dass ich eben das Let's Play gesehen habe von... Ja, 4 Jahre kann es nicht sein, weil das Game kam 2013 raus. Als ich das Let's Play von Vash 12349 eben gesehen habe. Ah, ist klar, den einen Kollegen können wir so ausschalten, da brauchen wir nicht unseren Energieangriff für. Und für den sowieso nicht. Von was haben wir jetzt genau Schaden genommen? Sind hier irgendwo wieder Bogenschützen oder so? Ne, anscheinend nicht. Hm, keine Ahnung dann. Moment, Schreinsuche brauchen wir auf jeden Fall wieder. Schreinsuche. Übrigens auch die musikalische Untermalung in dem Game ist natürlich wunderbar, also das ist richtig schön stimmig. Sowohl was die Kämpfe angeht, als auch was jetzt hier diese ja, Exploration-Settings eben angeht. Und seht ihr, da hat man fast schon wieder hier anscheinend einen Schrein übersehen. Die Frage ist nur, wo das Game jetzt weitergeht. Hier hinten oder... Zumindest haben wir da eine Brücke, das heißt, da könnte es weitergehen. Das heißt, der Weg hier hinten ist vielleicht so ein kleiner Pfad, den man optional gehen kann. Eben, wie gesagt, für Schreine und ähnliches. Und fürs Blumenpflücken. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, dieses Game quasi. So, ich gehe mal davon aus, dass es hier ist. Ja, nicht, dass wir jetzt hier den Weg umsonst gehen, weil hier sieht es doch nicht so aus, als ob es hier weitergehen würde. Wo leitet mich das Game jetzt hier hin? Also irgendwie... Ich glaube, das Game trollt mich. Oh. Ich wollte sagen, das Game trollt mich gerade, weil jetzt schickt es mich wieder nach oben, aber anscheinend doch nicht. Ah ja, ich sehe schon die Leuchtkäfer wieder. Ja, okay. Da war ich doch vorhin schon, aber hier war doch nichts. Oder ist es hin... Ah, ist es hinter dem Wasserfall? Ja, 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 subtil. Subtil, aber könnte sein. Ja, natürlich. Natürlich ist es hinter dem Wasserfall. Wo auch sonst? Ah, jetzt muss ich erst mal sehen können hier. Okay, hinter welchem? Ist jetzt die Frage. 1, 2 oder 3? Ich nehme mal die goldene Mitte, oder? Klingt nach einem Plan, auf jeden Fall. Das sind noch ein paar Steine zuvor. Das heißt, es könnte gut sein. Wir haben eine leichte Strömung übrigens auch hier. Nee, hier ist es schon mal nicht. Okay. Dann schauen wir mal hier hinter. Ich glaube, hier ist es auch nicht. Sieht auch eher nach Stein aus, was dahinter ist. Würde Sinn machen, wenn es ganz links ist. Weil da ja eben auch die Leuchtkäfer sind. Also würde es eigentlich mehr Sinn machen, wenn er hier in dem links wäre. Da haben wir auch noch ein paar Steine. Ich glaube, das ist auch ein kleiner subtiler Hinweis. Nee, hier. Was? Hä? Wo ist denn... What? Wo ist denn der Schrein? Lass uns nochmal kurz den Weg weisen hier. Ich meine ja hier hinter dem linken Wasserfall, oder nicht? Jetzt habe ich es leider nicht ganz sehen können. Aber wohl doch der in der Mitte, oder was? Oder hier oben? Aha. Ich sehe. Ich sehe und ich verstehe. Mhm. Ah. Okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Alles klar. Wäre ja sonst zu leicht gewesen wahrscheinlich, ne? So, jetzt fehlt uns nur noch quasi das Röschen, das wir noch brauchen. Aber das ist hoffentlich hier auf dem Weg. Ist ja normalerweise eigentlich immer so. Hey, tsch, tsch. Oh ja, das sieht doch mal hier pretty aus. Da haben wir es doch schon. Und die Rose haben wir anscheinend auch, okay. Haben wir die echt? Oder nehmen wir die vom Level zuvor? Das kann natürlich auch gut sein. Weil ich glaube, wir haben hier noch keine gesammelt. Okay, was haben wir diesmal? Blitzsturm. Entfesselt einen elektrischen Sturm, dessen tödliche Blitze mehrere zufällig gewählte Ziele im Wirkungsbereich treffen. Ähnlich wie in Dota 2 Kollege Razor und seiner Ulti. Wer das kennen sollte. Ich glaube, hier hinten haben wir übrigens noch hier die Blume, die wir benötigen.
Weil ich glaube, sonst gibt es da wahrscheinlich nichts. Tigerlilie haben wir schon mal. Ich glaube wirklich, also wir haben ja vorher, wie gesagt, im vorherigen, den vorherigen Chapter haben wir ja nochmal gespielt. Und da haben wir ja eine Rose eben noch mitgenommen, eine Windrose. Und ich glaube, die nehmen wir auch dann in den nächsten Chapter mit, was auf jeden Fall praktisch ist. Ja genau, hier haben wir das Windröschen. Das wäre normalerweise das gewesen, was wir für den Schrein brauchen. Aber wie gesagt, vorher haben wir ja schon eine mitgenommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, die Strömung sollte mich nicht ergreifen, weil hier ist noch was. Nämlich eine Jizo-Statue. Yes. Okay. Alles klar, dann... Wuhu! Runter da mit uns! Okay, gut. Zum Glück gibt es keinen Fallen Damage. Aber eigentlich sollte das direkt ein Power-Dive in den Fluss werden und nicht auf den Stein. Was haben wir hier eigentlich? Steinkappe. Nehmen wir doch gerne nochmal mit. Nehme ich auf unsere Kappe. Dann würde ich sagen, machen wir noch bis zum nächsten Checkpoint, weil ich glaube, das dauert wohl doch noch ein bisschen, bis wir hier letzten Endes den nächsten Char freispielen. Ich dachte hier, das kommt schon direkt in den nächsten paar Metern, aber anscheinend doch nicht. Aber Spaß macht es trotzdem, logischerweise. Und ich hoffe, ihr habt hier beim Zuschauen auf jeden Fall auch mindestens genauso viel Spaß wie ich beim Zocken. Ich glaube, das ist doch schon ganz gut zum Zuschauen, denke ich mal. Ja, ups. Fehler. Aber hier sehen wir zumindest schon mal den Thunderstorm quasi. Okay, der scheint um uns herum oder um die Area, die wir auswählen, besser gesagt, dann aktiv zu sein. Oh, das ist... Das ist, ja. Das sind einige Gegner. Schauen wir mal, ob wir da größtenteils mit Sneaken weiterkommen. Das wäre auf jeden Fall wunderbar. Ich glaube, den Thunderstorm, den Blitzangriff, den brauchen wir auch gleich. Wir haben ja keinen von den großen Fletschern. Die scheinen anscheinend nur im Tempel aktiv zu sein. Ja, natürlich greifen die Webpfeilen an. Das war ja klar. Meine Erzfeinde. Erz, Gold und Kupferfeinde auf jeden Fall auch noch. Ist auch schon mal getroffen worden, obwohl ich mich hier eigentlich ganz gut bewege, denke ich mal. Anscheinend nicht gut genug. Zack, und direkt nochmal. Die restlichen drei. Und Level up. Sehr gut. Was haben wir jetzt? Level 7. Du kannst jetzt mit dem Energieangriff ein Zusatz... Ja, sehr gut. Mittlerweile können wir also vier Gegner können wir jetzt angreifen, genau. Ich werde hier ein bisschen zu überreifen. Aber bei so vielen Gegnern hätte ich eigentlich gedacht, okay, jetzt kommt hier vielleicht endlich mal der nächste spielbare Charm. Weil da könnte ich mir gut vorstellen, dass der überwältigt wurde. Da unten vielleicht beim Zeltlager. Das kann gut möglich sein. Was aber jetzt auch gut möglich sein kann, ist, dass hier irgendwo, was wir noch nicht gesehen haben, wieder ein Schrein ist. Deswegen. Falsch! Verdammt! Wir haben den falschen ausgewählt. Aber zumindest war der... Das ist auch falsch. Zumindest war der Spell schon mal... die Taste zum Aktivieren schon mal die richtige, meine ich. Wir müssen kurz warten, bis wir da hier aufgeladen sind ein bisschen. Dann können wir auch die Schreinsuche aktivieren. Da haben wir es. Weil die verbraucht ja auch ein bisschen. Hm? Okay, irgendwo hier unten haben wir anscheinend da noch was. Das scheint auf dem Weg zu sein zumindest. Sehe ich da irgendwo einen Käfig übrigens? Da unten schon mal nicht, aber da hinten vielleicht. Checkpoint schon mal aktivieren. Die Galerie können wir uns mitnehmen. Ist es eine? Mal gucken hier. Pflanzenkunde. Ja, natürlich. Pflanzenkunde Stufe 1. Noch halte ich mit auf jeden Fall. So, agieren natürlich wieder wie ein Ninja. So wie ich das gehört. Und ich glaube, wir wechseln dann auch gleich mal wieder auf Futo. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Vor allem, wenn die Kollegen noch mit ankommen. Ja, rein da mit uns! Rein ins Vergnügen. Solange keine keine Bogenschützen hier sind, ist alles cool. Moment, hab eine Idee. Wir gehen hier ein bisschen auf Distanz. Und dann spielen wir für die Kollegen mal ein bisschen. Das geht ja anscheinend unendlich lange. So, den Kollegen müssen wir eigentlich auch noch erwischen da hinten. Na egal. Kriegen wir auch so hin. Wirklich schwer, den auszuschalten, ist es ja nicht. Zum Glück. Junge! Wahrscheinlich müssen wir erstmal seine Henchmen ausschalten, bevor wir an ihn rankommen. Aber es kann ja auch gut sein, dass der Kollege abhaut einfach.
Und dann gehen uns hier ein paar wichtige XP durch die Lappen und das wollen wir ja nicht. Gut. Ja, mit Suzume ist es schon leicht, sag ich mal. Die meisten Gegner. So, hier nehmen wir nochmal Hirdo. Weil ich glaube, hier können wir mit Ki-Energie angreifen. Oder mit Kushi-Magie. Genau, 4 Gegner mittlerweile. Direkt. Ein Ultra-Kill. Sehr gut. Gefällt mir. Kriegt ein Like auf Facebook. Reiße die Zelte deiner Feinde ab, um wertvolle Objekte zu erhalten. Drücke X, um die Zelte zu zerstören. Ja, Standard. Haben wir jetzt hier. Okay, das ging leicht. Ein bisschen Kohle haben wir auch noch bekommen dafür. Der Cheddar. Der Cheese. Oh mein Gott, so viel. Oh mein Gott, so viel Kohle. Mm. Sehr gut. Nehme ich gerne mit alles. Ist alles konfisziert. So, kann man eigentlich hier schauen, wie viel wir gerade momentan haben? Ich glaube, ja. Das war die falsche Richtung. Hier haben wir es. 50 haben wir mittlerweile. Das heißt, da können wir uns auf jeden Fall ein paar Rezepte wieder leisten. Und vielleicht sogar ein paar Waffen. Mal schauen. Und eine Cheese-Statue hat sich hier ebenfalls nochmal versteckt. Sehr gut. Haben wir hier noch was? Na, sieht nicht so aus. Nehmen wir nochmal kurz hier die Schreinsuche. Die ist wahrscheinlich irgendwo da hinten oder hier links. Die ist irgendwo unter Wasser, so wie es aussieht. Okay. Auch gut zu wissen. Das sind 4 Gegner, glaube ich, ne? So wie ich das gerade gesehen habe. Das wäre von Vorteil für uns. Schnell ins Gras. Sehr gut. Und da haben wir auch nochmal den Otter übrigens. Den haben sie auch wieder gefangen. Also ein paar mehr als 4 Gegner, aber wird schon. Das ging schnell, wa? Mein Lieber. Easy money. Ah, gerade meine besten Freunde wieder hier. Ich mag euch ja auf jeden Fall. Und wie ich euch mag. Diese Bogenschützen heutzutage, ey, unglaublich. Keine Manieren mehr. Gehst du wohl down? Den Angriff aus der Luft können wir eigentlich mal ein paar Mal öfter einsetzen, finde ich. Weil er scheint schon ganz gut Schaden zu machen. Hab's das Gefühl, dass da hinten übrigens noch irgendwas ist. Ah, gucken wir erstmal hier. Starker Ginseng-Trank wieder. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass der auf jeden Fall wieder die Ausdauer herstellt oder so. Oder das Mana, wenn man so möchte. Das Ki heißt es ja. Das Ki. Genau, da hinten geht's auch weiter. Das heißt, wie gesagt, hier in, wenn wir jetzt gerade nicht in der Burg sind oder in der Festung, dann haben wir hier auf jeden Fall mehrere Wege, die wir gehen können. Also so semi-open-world-mäßig. Was mir schon ganz gut gefällt an dem Game. Und ihr merkt vielleicht auch gerade, es ist ziemlich schwer mit dem Game aufzuhören, wenn man einmal hier schön im Game drin ist. Definitiv. Ah, schauen wir erstmal hier. Aber ich glaube... Genau, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist auch extra nochmal so eine Felsblockade, weil hier war ja der Anfang des Levels. Also hier ist so eine kleine Blockade, damit man nicht direkt alles überspringt vom Level. Was ich auch ganz gut finde. Also dass man nichts überspringt und auch nichts übersieht, logischerweise. Ich glaube, hier müssen wir dann wahrscheinlich weiter. Aber vorher nehmen wir mal die Chizo-Statue natürlich mit. Also die waren aber schon mal ein bisschen besser versteckt, ne? Wenn ich das mal so gönnerhaft erwähnen darf. Aber hey, mir soll es recht sein. Und dieser Schrein lässt mir gerade echt keine Ruhe. Dass der irgendwo anscheinend sich unter Wasser befinden soll, gibt mir kein gutes Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, nehmen wir das blaue Blütenblatt noch mit. Und ich würde sagen, wir machen uns nochmal kurz noch ein paar Tränke hier. So, wie viel haben wir jetzt mittlerweile? 9. Na komm, machen wir, ups. Machen wir noch einen. Dann haben wir das auch voll. Ja, dann haben wir 10. Den Checkpoint können wir aktivieren. Und ich glaube, hier können wir auch, oder ist es auch ein guter Zeitpunkt, um die heutige Session von Mini Ninjas zu beenden. Das war ja quasi jetzt die erste Let's Play Session, die zweite Mini Ninjas Session overall. Und ja, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall, also danke nochmal an Flamehaze übrigens, der wollte ja ein Let's Play zu diesem Game sehen und ich habe es, wie gesagt, vorher noch nie gespielt. Das heißt, es ist komplett blind und ich muss sagen, Dankeschön Flamehaze, dass du das hier, dass du dir dieses Let's Play gewünscht hast, weil ich habe auf jeden Fall unglaublich viel Spaß mit dem Game und generell bin ich ja normalerweise kein Fan davon, Games, die ich noch nie gespielt habe. Wir wechseln jetzt mal auf Suzume, dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen
ein paar Melodien hier zu Ende. Normalerweise... Perfekt. Dankeschön. Wie die Faust aufs Auge. Normalerweise bin ich ja kein Fan davon, eben Games, die man sich gerade erst geholt hat, zu Let's Playen, weil, ja, man weiß eben noch nicht, man ist die Steuerung nicht gewöhnt, das habt ihr auch gerade gemerkt, wobei man ja ein Tutorial zu Beginn hat, aber man ist die Steuerung nicht gewöhnt, man weiß nicht genau, wo man lang muss, aber das ist so ein Game, das kann man echt ohne Probleme direkt beim ersten Durchgehen eigentlich Let's Playen und, selbst wenn man eben noch nicht weiß, wo was ist oder und wie und so weiter, man kann in die Level ja ohne Probleme zurückgehen und alles nochmal nachholen, man bekommt genügend Hilfe mit der Schreinsuche und generell die Fights sind auch... Ja, ja, alles cool. Die Fights sind auch ziemlich abwechslungsreich. Entweder greift man eben normal an, man hat die Kuji-Magie, mit der man eben angreifen kann, mit dem lieben Hiro. Oder wir haben auch mit Suzume und Futo zwei Charaktere, die sich komplett unterschiedlich spielen und eben auch diese Specials haben, die sie auf jeden Fall, mit denen es auf jeden Fall Spaß macht, auch zu spielen. Also nicht nur mit dem Hauptchar. Und deswegen auch die Kämpfe auf jeden Fall abwechslungsreich, egal mit welchem Char. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein geiles Projekt für 2016, wie ich finde. Da beginnen wir das Jahr doch schon mal wunderbar, wobei ja auch mittlerweile schon ein paar Tage ins Sand gezogen sind in 2016. Aber ja, das war's zumindest für die heutige Session mit Mini Ninjas. Ich hoffe, die Session hat euch gefallen und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Session Mini Ninjas oder was auch immer ihr sehen wollt, was mich beinhaltet. Wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.